Die gute Eulalia, die hat letztes Mal ihr Fett, naja, besser gesagt, die Federn wegbekommen. Ja, in einem etwas längeren Bosskampf als gedacht, musste natürlich auch erstmal ihr Muster lernen, aber hey, first try und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Asterigos Curse of the Stars. Ja, ich bin der Daniel und ihr seid bei Alles furchtbar kommentiert. Wie gesagt, hier hat die Oberhabie letztens uns mal hier so ein bisschen behagt. Das haben wir jetzt geschafft. Und uns wurde gesagt, wir sollen mal Backstage gucken. Und das haben wir jetzt heute vor. Allerdings, bevor ich das tue, einmal, ich würde meine Waffen wieder wechseln. Bin mal wieder auf die Dolche zurück. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Schaden, habe ich gemerkt. Mehr Schaden. Die Eulalia hat doch sehr lange gedauert. So lange, dass ich irgendwann keine Heiltränke mehr hatte. Verjüngung. Fläschchen mit Sternstaub regenerieren mehr ASP, allerdings dauert es länger und die maximale Anzahl, die ertragen können, wird verringert. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen Drang genutzt, aber ich will den Baum da jetzt da oben mal fertig haben, diesen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns wirklich von dem. Ach Gott, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Wieso lese ich denn da unten nicht dieses LBRB, dass ich das Rad drehen kann? Mein Gott. Not in Zuflucht. Okay, was kann ich hier noch lernen? Astrales Segen. Ketteneffekt. Alles klar, jetzt weiß ich, wie man auch. Meine Güte, hat ja nur 20 Folgen gedauert, bis ich hier lerne, wie man die andere. Ich dachte wirklich, irgendwann erweitert sich dieser Baum einfach noch nach rechts. Aber gut, dann hat sich das jetzt eben auch erledigt. Ich gucke hier gerade nochmal, ob wir irgendwas Lootbares finden hier unten. Ach, sowas aber auch. Ich habe schon alle möglichen Formen gesehen von, wie Talentbäume aussehen können. Aber sowas noch nicht, dass man nur so einen Teil davon mitbekommt. Da wir ein rotes Symbol hier bekommen, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir uns bald wieder in die Zuflucht zurück teleportieren dürfen. Schlüssellager der Ausstellungshalle. Wichtiger Gegenstand. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür der gut ist. Wir hatten noch eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Und wir hatten noch eine Nebenquest, wo wir auch noch was abgeben sollen. Ja, schöne Kunst. Ja, jetzt ist natürlich das Thema, ich habe halt keine Heiltränke mehr dabei. Also ich hoffe, dass wir jetzt entweder mal schnell einen Heiltrank noch irgendwo finden. Ich kann mich jetzt hier nur ausruhen. Ja, aber es gibt mir keine Heiltränke. Gut, dann werden wir mal die Seiteneingänge da mal anschauen. Dressing room. Seems like a good place to hide important documents. I don't want to ransack the place, but I don't have much choice. Ein Spiegel. Der aber nicht zerdeppert. Sehr stabiler Spiegel. Brief zwischen Marisa und Eulalia. An die vernarbte Belcantor Eulalia. Die Narbe in deinem Gesicht tut mir furchtbar leid, aber ich habe nichts damit zu tun. Ja, ich habe dir einen verfluchten Stern mitgegeben und ich habe mir gewünscht, die Flammen würden dir deine Schönheit und deinen Reichtum nehmen, aber das war nicht als ein emotionaler Impuls. Der Sternit sollte dich nur erschrecken, doch nur du allein bist dafür verantwortlich, wie sich die Dinge heute entwickelt haben. Wenn du wirklich gewillt gewesen wärst, dich ordentlich zu verhalten und aufzuhören, dem Alkohol zu frönen, dann wäre es nie zu diesem Unfall während deiner Verstellung gekommen. Lass mich dir als ehemaliges Mitglied der Gruppe einen Ratschlag geben. Lass deine Finger von den Liebhabern anderer und, noch viel wichtiger, behandle andere mit Respekt. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Ja, ich habe beim letzten Mal ja schon die Vermutung angestellt, dass das Ganze hier so ein Frauenkonflikt war. Und es hat sich tatsächlich auch so bewahrheitet. Briefe zwischen Marisa und Eulalia. An Marisa, du niederträchtige Hexe. Ich wusste, dass sich hinter deiner schönen Fassade ein giftiges und eifersüchtiges Herz versteckt, durch das dir die Realität verborgen bleibt. Pyobius hat mich schon immer geliebt, aber du wolltest ihn nicht gehen lassen. Tu nicht so, als wäre ihr zusammen gewesen. Außerdem hat jemand gesehen, wie du heimlich mein Schmuckstück getragen hast, das mir wohlbemerkt das Publikum geschenkt hat. Ich habe schon vor langer Zeit gewusst, dass du diese Gewohnheit nicht ablegen würdest.
Früher oder später werden die Leute nicht mehr in der Lage sein, dein Verhalten hinzunehmen und gleichzeitig beschuldigst du mich, das alles herausgefordert zu haben. Bei den Göttern, deine Arroganz wird irgendwann ein Ende sein. Ich wünschte wirklich, die Götter würden herabsteigen und dich an deiner Stelle bestrafen, an meiner Stelle bestrafen. Auf dass sie dir deine Maske entreißen und aller Welt zeigen, was für ein Monster du wirklich bist. Möge dein Gewissen verdammt sein, sofern du eines hast, Eulalia. Darunter liegen einige weitere Briefe, in denen sie sich streiten. Die Ursache der Trennung. Ja, wie ich dachte, da wollte die eine die andere überflügeln und nicht nur im nicht nur im übertragenen Sinne. The seal on these documents belongs to House Rosa. They must be the documents Marissa wants to give to Minerva. I've been helpful this time. Athras, a word once spurned by the masses, has become a word that symbolizes salvation for them. In a world of chaos, a slogan, preposterous and impossible, has caught on. False hopes continue to seduce the hearts of people living in fear. The songstresses and harpies soar through the sky, singing in exaltation. While in the world below, the souls of those who died a wrongful death increase with each passing day. Hinweis: Schnellreisen. Ihr habt eure Hauptaufgabe im Argus-Passer abgeschlossen. Bitte bestätigt, ob ihr bei Schnellreise zur Zuflucht zurückkehren wollt. Ihr könnt eure Erkundungen auch hier weiter fortsetzen. Ja, wir müssen oder wir sollten besser nochmal hier bleiben. Denn wir haben noch so eine Nebenaufgabe, die würde ich ganz gerne noch zu Ende bringen, bevor wir hier aus dem Gebiet rausgehen. Porträt von Eulalia und Marissa. Eulalias Gesicht ist sichtbar und sie ist außergewöhnlich schön. Beide lächeln, eine steht und die andere sitzt. Die legendäre Sängerin Eulalia und die musikalische Poetin Marissa singen gemeinsam die Lobeshymne auf unsere schönsten Sterne. Ja, rechts, das dürfte dann Marissa sein. Die hatte ja tatsächlich die weiße Erscheinungsform und Eulalia, das war dann eben die mit der etwas, ja, blau angehauchten Erscheinungsform. So, wir haben die Briefe, haben wir gefunden. Wir haben uns außerdem in dem Gebäude noch gar nicht so wirklich richtig umgeschaut, ne? Also wir haben instinktiv jetzt einfach mal den richtigen Raum gefunden. Aber ich denke mal, so gegenüber wird auch noch was sein. Klopf, klopf. Da hat mal jemand einen Schrank vor die Tür gestellt. Nichts erinnert. Wer ist denn sie? Oh, ihr seid es. Ah nein, bitte tut mir nicht weh. Ich werde euch auch nicht wehtun. Und ihr seid? Eko. Mein Name ist Eko. Erinnert ihr euch an den Wächtertempel? Ihr habt alle gerettet. Ich verstehe. Also was ist dann mit euch passiert? Bitte versteht mich nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich eure Hilfe nicht zu schätzen wüsste. Das tue ich.
Ich will nur niemandem zur Last fallen. In dieser Form kann ich zumindest meinen Anteil an Sternstaub aufsparen. Anderen zuliebe? Ist das nicht schmerzhaft? Hey, das Ritual fühlt sich nicht gerade gut an, aber ich habe es geschafft. Der Stier hat mich gesegnet. Oh, ich sollte nicht so laut reden. Ich möchte nicht, dass die anderen Harpien mithören. Außerdem suche ich nach jemandem. Nach wem? Die Sängerin Eulalia wurde in eine Harpie verwandelt, also habe ich mich gefragt, ob sie... Darf ich euch um Hilfe bitten? Fragt mich nur. Großartig, könnt ihr bitte diese Kiste für mich öffnen? Diese Kiste? Ja, ich bin noch nicht sehr gut darin, meinen Körper zu kontrollieren. Ich mache mir Sorgen, dass ich den Inhalt der Kiste zerbrechen könnte. Kein Problem, ich helfe euch. Achso. Filigraner Sternitspiegel. Antikes Kästchen. In diesem antiken Kästchen befindet sich ein delikater Handspiegel. Er wurde aus alter Bronze gefertigt und seine Ränder sind mit Verzierungen aus fuchsienfarbigen Stein Sternit dekoriert, die an Rosentrauben erinnern. Eine kleine Karte liegt bei, darauf steht an meine Stiersängerin, deren Aussehen, Stimme und Herz ebenso bezaubernd und wunderschön sind wie die Rosentraube. Dieser Spiegel sieht teuer aus, ist das eurer? Großartig, ich hatte recht, er gehört Nia. Nia? Volumnia, der Stiersängerin. Ich denke, sie ist so talentiert wie Eulalia. Ah, aber ich kann ihr den Spiegel nicht einfach so geben. Es klingt so, als hättet ihr sie nirgendwo gefunden, also ist sie wahrscheinlich keine Harpie geworden. Wahrscheinlich nicht, aber wo könnte sie denn sein, wenn sie zu Sternstaub geworden ist? Hey, keine Angst, vielleicht versteckt sie sich wie alle anderen in ihrem Haus. Wisst ihr, wo sie lebt? Vielleicht könntet ihr diesen Spiegel bringen? Also, ich fürchte, mein Aussehen würde ihr Angst einjagen. Und sollte sie wirklich zu Sternstaub geworden sein? Nein, daran darf ich nicht denken. Könntet ihr bitte den Spiegel und die Karte zu Nia bringen? Ich weiß vielleicht, wo sie gerade ist. Ich muss eine Weile in Aphis bleiben, um eine Mission zu erfüllen. Wenn ich bei ihr vorbeikomme, erledige ich eure Bitte. Wirklich? Ich danke euch sehr. Nia hat seit ihrer Heimat mit Pan in der Nähe des Amphitheaters von Argus gelebt. Aber ich habe nichts mehr von ihr gehört, seit das Kriegsrecht verhängt wurde, also... Macht euch keinen Kopf, ich werde nachsehen. Danke. Die Stiersängerin. Ja, also dann haben wir sogar noch zwei Sachen optionale, die wir noch aufspüren müssen. Bin in der Hinsicht gerne so ein kleiner Completionist. Erstmal ein Gebiet abschließen, bevor wir das neue dann uns angucken. Einmal Fragment. Weitung braucht kein Heiltrank. Bombe. Und auch nochmal. Die versperren hier sehr gerne. Die haben keine Türen hier, oder? Denken sie sich halt, alles klar. Ja, dann nehmen wir halt mal einen Schrank dafür. Komme ich auch noch nicht durch? Gibt es hier vielleicht einen Schalter? Das sieht versperrt aus. Möglicherweise ist der Übergang ins nächste Gebiet. Den wir dann aber erst wieder dann freischalten, wenn wir einmal in der Zuflucht waren. Davon gehe ich jetzt mal sehr stark aus. So war es ja beim letzten Mal auch im letzten Gebiet. Da hieß es ja dann auch irgendwann, ne, bitte gehen Sie erstmal zurück. Wir müssen da was klären. So, dieses Mal haben wir doch alles zufriedenstellend erledigt für die Minerva. Hoffentlich gibt es nicht wieder Haue. So, ich bin hier reingekommen über den Aufzug. Also werde ich doch über den Aufzug dann vermutlich aber rauskommen. Türen sind wohl nicht so sehr. Außerdem nehmen wir nochmal das Eiselement hier rein. Ja, so wirklich, der Kampf ging jetzt auch ein bisschen schnell. Ich habe jetzt bei Eulalia gar nicht so hundertprozentig mitbekommen, welches Element jetzt wirklich das Entscheidende war. Ich war der Meinung, dass Arkan tatsächlich dann mehr Schaden gemacht hatte. Während Frost, ja, mit dem Zauberstab immer nur so 30 Schadensdinger gemacht hat, dachte ich, bei Arkan wären es 80 gewesen. Also schon deutliche Steigerung. Genau, hier Schlüssel. Haben wir Schlüssel?
Das war der Schlüssel. Schon wieder so eine blau leuchtende Kiste, die ich nicht weiß, wie man die aufmacht. Dass so eine Magiefähigkeit ist? Dass man den Magiebaum erst freischalten muss, bevor man hier diese blauen Kisten aufmachen kann? Werbegemälde für Sternsang. Lieder so schön wie der Sternenhimmel. Lasst euch von Sternsang das perfekte musikalische Festmahl servieren. Auch hier wieder Marisa, Eulalia und wahrscheinlich dieser Publius oder wie der hieß. Dann im Endeffekt zwischen den beiden stand. Aber wenn ich hier rein kann, dann muss ich doch auch was mitnehmen können, oder? Ist das nicht nur dafür da, dass ich hier mich umgucken kann? Vor allem, weil der eine doch noch auf irgendwas wartet, was wir denn mitbringen sollen. Sag nicht, dass es in der Kiste ist. Ich habe keine Ahnung, wie man die Dinger da aufbekommt. Mal wieder ein... Okay, die machen da ganz komische Hexereien, ne? So. Mal schauen, ob die Marisa noch da ist, weil wenn ja, dann können wir ja die frohe Botschaft mitteilen, aber ne, die ist mittlerweile abgeholt worden. Also, Spiel sagte uns, irgendwo hier müssten noch Leute leben. Mit denen ich noch reden können sollte. Aber er hat sich jetzt zumindest mal... Also, ich hatte jetzt vielleicht gedacht, dass ich diese ganzen... Wurzeln da so ein bisschen aufheben, aber nee, das wohl nicht. So, dann müssen wir dann nochmal durchklingeln hier überall. Entschuldigung, ist hier jemand? Ich bin auf der Suche nach einer Frau namens Polymnia. Polymnia. Sucht ihr nach meiner Frau? Was ist denn los, Liebling? Oh, ihr müsst Polymnia und Pan sein. Bitte, die sind für euch. Beim Stier des Heiligen, das ist ja mein Spiegel. Liebling, sieh nur, das ist die Karte, die du mir geschenkt hast. Bei den Göttern, ich dachte, ich würde diese Symbole unserer Liebe nie wiedersehen. Ich bin euch sehr verbunden, Kind. Nein, ich sollte euch Kriegerin nennen. Ihr verdient es, so genannt zu werden, weil ihr diese gute Tat vollbracht habt. Acht auf ihre Stimme, sie muss ein entzücktes Mädchen sein. Entzückendes Mädchen sein. Ich danke euch, liebe Kriegerin. Bitte dank nicht mir, Eko hat mich geschickt. Eko? Beim Heiligen, geht es ihr gut? Naja. Meine Rosentraube, beruhige dich und gib unserem Gast etwas Zeit. Du hast recht, Liebling, es tut mir leid. Ich war einfach zu aufgeregt, Kriegerin. Kriegerin, wir haben euch noch gar nicht nach eurem Namen gefragt. Wie sollen wir euch nennen? Nennt mich Hilda. Was kann ich für euch tun? Fragen mal, wie es ihnen geht. Wie geht es euch beiden? Ganz gut, seit das Kriegsrecht in Kraft getreten ist, sind wir hier nicht weg. Und nachdem die Legion abgezogen ist, wurde es schwieriger für uns rauszugehen. Ihr habt die vielen Kultisten hier sicher schon gesehen, Kriegerin. Sie sind uns nicht gerade freundlich gesinnt. Ich verstehe eure Sorgen. Ganz am Anfang versuchte er in das Amphitheater einzudringen, um meinen Spiegel zurückzuholen. Wir sind hastig aufgebrochen, als der Fluch das Gebiet zerstörte. Es ist uns beiden sehr wichtig. Leider kann ich nur einen Stift halten und kein Schwert, aber glücklicherweise haben wir diese Kriegerin. Liebling, du bist so aufmerksam, du bist mein Held. Eko ist zu einer Habir geworden, aber ihr Verstand ist noch intakt. Heiliger, segne uns. Es ist gut zu wissen, dass Eko noch immer ihr liebenswertes Selbst ist. Sie hatte Sorge, dass euch ihr Aussehen ängstigen würde, also wagte sie es nicht herzukommen. Das verstehe ich. Sie hatte immer Angst, den anderen Ärger zu bereiten. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Hilda. Ach, nicht zu danken. Ich habe ihn uns vorbeigebracht. Es tut mir leid, dass wir im Augenblick nichts haben, um uns erkenntlich zu zeigen. Aber was können wir machen? Wir haben doch nicht einmal eine silberne Eulenfigur. Das ist kein Problem. Wie wäre das damit? Hilda, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesem Ort habt, kommt einfach zu mir. Ich bin im Basan im Tempel aufgewachsen. Es wäre mir eine Ehre, euch dabei zu helfen, diesen Ort besser kennenzulernen. Was haltet ihr davon, junge Kriegerin? Es wäre schön, Hilfe von Einheimischen zu erhalten. Ich werde kommen, wenn ich eure Hilfe brauche. Sehr schön. Ich werde mein Bestes tun, um euch zu helfen.
Ihr seid hier immer willkommen. Es ist ja nicht so, als würde uns irgendjemand anderes besuchen kommen. Mögen der Wächterheilige und sein Stier euch segnen, Hilda. Okay, das heißt, kann ich jetzt schon Fragen stellen? Nö. Okay. Jetzt haben wir ja gar keine Belohnung bekommen, außer dass wir irgendwann mal irgendwas bei denen fragen können. Na, das ist ja interessant. Gut. Und dann hatten wir noch irgendwo eine Tür, wo wir es vorbeibringen sollten. Jetzt muss ich mal gucken, wo die nun wieder ist. Weiß auch gar nicht, ob wir das Objekt schon haben. Könnte das hier schon gewesen sein? Ich glaube schon. Niemand zu Hause. Ich glaube, das war auch die Tür schon. Keine Reaktion. Schau, die sind alle weg. Was ich aber jetzt nochmal machen wollte, ich wollte mal... oh ja. Oh, hoppla, von beiden Seiten. Leute, ich habe keinen Heiltrank. Das ist nicht cool, was ihr da macht. Lass mich in Frieden. So, jetzt haben wir den Heiltrank. Na klar. Hab, hier kommt auch noch angerauscht. Ab in einen Käfig. Nur Salbe. Okay. Es entspannt sich wieder ein wenig. Moment mal, halt! Ich bin noch gar nicht auf der richtigen. Ich bin noch gar nicht richtig. Wer seid ihr? Ach, ich erinnere mich an euch. Wie bitte? War die nicht beim Sublimierungsritual? Es findet direkt vor dem Amphitheater statt. Ich wurde sublimiert, erfolgreich und sicher. Viele Leute behaupten, dass das Sublimierungsritual dazu führt, dass die Leute den Verstand verlieren, verrückt und blutrünstig werden, aber ich glaube das nicht. Ich spüre nur eine innere Ruhe und leider nicht mehr unser unstillbaren Hunger und Durst. Es ist unglaublich! Ich verstehe nicht, warum sich manche Leute weigern, sublimiert zu werden. Was ist mit euch? Was denkt ihr darüber? Oder seid ihr alle übergeschnappt? Richtig, vielleicht seid ihr alle übergeschnappt, deshalb habt ihr die Stadt so verkommen lassen. Denkt mal darüber nach, ihr werdet merken, dass ich recht habe. Okay, das war auch nicht die Tür, die wir suchen. Liebe noch hier unten. Moment, das Ritual hatten wir doch schon aufgelöst gehabt irgendwann mal. War ich hier schon? Ja, muss ich auch schon drin gewesen sein. Gut, nee, ich wollte eigentlich nochmal zu dem Marktplatz. Wo wir ursprünglich mal dieses eine Haus da befreit hatten. Ach nein, muss ich da jetzt wirklich da durch? Ich glaube, da muss ich durch. Ach nee, Moment mal. Moment mal. Ich glaube, hier kam ich doch weiter, oder? Genau, da ist nämlich das Haus. Der Wächtertempel. Da wollte ich nochmal... So. Der hat mir nichts zu sagen hier, offensichtlich. Und die verharren hier auch. Gut, heißt das Feuer kriegen wir auch nicht weg, oder wie? Auch hier Fragen über Fragen. Man weiß es nicht. Ich wollte aber noch mal was schauen. Einen Moment mal. Da komme ich nicht hoch. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Wächterstehtafel. Möge der mächtige Stier der Wächterheiligen auf ewig über uns wachen. Künstler Nikephoros. Kommt man da irgendwie hoch? Ich würde ganz gerne diesen Baum noch mal anschauen wollen da oben. Das ist, glaube ich, schon so gebaut, dass man da nicht hochkommt. Ah, okay. Da fällt man auch runter. So, jetzt hatten wir hier noch die Tür. Haben wir die schon aufgemacht? Ich meine... Doch, die hatten wir schon aufgemacht. War hier nicht noch eine zweite irgendwo? Oder täusche ich mich gerade so massiv? Na gut. Sehe ich hier irgendwo... Nebenquests.
Das sind hier nochmal die ganzen. Ja, das ist die ganze Geschichte nochmal, die wir hier finden. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ich irgendwie. Dass ich irgendwie noch sehe, welche Quests ich noch offen habe. Aber nee. Oh, wir haben hier. Oh Gott, wir haben hier noch neue Sachen bekommen. Wir haben hier eine Rosenbrosche. Erhöht ihr halt eine Menge an Erfahrung. Erhöht die Kapazität für Salben. Dieses niedliche Haar-Accessoire ist ein kleines Schmuckstück, das früher in Aphis gebräuchlich war. Es ist besonders bei Mädchen und jungen Frauen beliebt. Kapazität für Salben heißt, wir kriegen wieder mehr Heilungen. Nordwind-Medaillon, das bringt hier alles Resistenzen. Und die Sternitbrosche erhöht die maximale AP. Ja, ich glaube, wir werden diesmal nicht hier was mit erhöhter Erfahrung anlegen. Sonst, ich befürchte, dass das Spiel nämlich sonst irgendwann auch zu leicht wird. Es ist jetzt ohnehin schon nicht so schwer. So, wie komme ich denn jetzt wieder aus dem Kuhcafé raus? Das leuchtet doch. Heruntergefallenes Schild. Aufgrund von Verwahrlosung oder Sabotage durch die Kultisten ist das Schild nicht mehr an seinem Platz. Die Aufschrift lautet Yunus Silberwaage. Ach genau, da hinten waren wir ja ursprünglich mal. Genau, das haben wir schon gelesen. Da haben wir diesen einen Stier gerettet, der uns dann ans Leder wollte. Komme ich denn jetzt wieder zurück in das Lager? Wir sind hier über eine Treppe hergekommen. Ach so, ah ja, doch, passt schon. Wir müssen diesen Stier da, glaube ich, nochmal wegmachen. Wie einfach. Hörst du auf? Hörst du auf? Pass mal auf. Wir machen das mal so. Ich mache hier mal mehr Schaden. Autsch. Der ging mir ins Gesicht. Ach, okay. Also gut, wenn man den Schmellen mal eben wegmachen wollte, dann halt nicht so. Genau, und hier bin ich jetzt der Meinung, müsste doch irgendwo. Wo kamen wir denn hier rein? Da vielleicht? Da kamen wir rein. Das sind nochmal zwei so Kultisten. Gott, was da? Also auch noch einer. Wie als hätte ich einen Baseballschläger einfach zurückgebammt. Home Run, könnte man sagen. Habe ich die Kiste übersehen? Wie unmöglich von mir. Genau, das habe ich mir ja alles schon angeschaut gehabt. Was allerdings sehr interessant war, hier war ja noch was. Hm? Genau, da war ja niemand zu Hause. Na komm. Hier nochmal klopfen kann. Na komm. Ja, von der Legion einberufen. Niemand zu Hause. Hat sich also nichts geändert. Genau, da drüben waren wir auch schon. Da unten waren wir schon. Dann... Ich glaube, wir sind wieder da, wo wir hin müssen. Ey, ich hab doch eigentlich geblockt, Kollege. Ja. Wenn man das mit dem Blocken richtig macht, dann haut das nämlich auch richtig hin. Die sind alle ausgeflogen. Einmal ist die Stadt sicher und schon denken sich alle, okay, wir gehen dann mal. Die Graxelan können wir uns alle nicht anschauen. Jetzt muss ich tatsächlich gucken, wo wir hier eigentlich herkamen. Irgendwo gibt es hier wieder eine Tür oder was draußen. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus hier. Da
Da war ein... Mama, Papa klopft an die Tür, er ist wieder da. Psst, antworte nicht, dein Vater ist beschäftigt, er kommt so schnell nicht wieder. Warum kommt er immer nach Hause, wenn ich schon schlafe? Das Ende des Vaters. Hab ich hier gar nicht geklopft? Ein Geräusch. Ich muss gar nicht über... Oh, hoppala. Wo kommst du denn her, Kollege? Soldaten? Sind Soldaten wieder hier, um Sternstaub zu verteilen? Entschuldigt, ich wollte nur etwas fragen. Habt ihr euch in der Tür geirrt? Wie konnt ihr nur so dumm sein? Stört mich nicht, sonst melde ich euch wegen unerlaubten Ausgangs. Verdammt, man soll dem Marble Bescheid sagen, damit ihr ein paar Soldaten schickt, die sich diese streunenden Tiere kümmern. Diese Hunde auf zwei Beinen, die draußen herumlaufen, stinken zum Himmel. Okay. Also das Gespräch hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht. Guck jetzt nochmal ganz kurz. Kamen wir hier unten? Ich glaube, wir kamen hier unten. Komm, ich möchte den Ausgang jetzt noch finden. Und, wie kommen wir auf diesen Wagen? Ah, du blöder Vogel, du. Ah, das ist ja gar kein Vogel. So, hat sich ausgevögelt. War ich hier noch gar nicht? Oder was, warum finde ich hier Sachen, die ich vorher noch gar nicht gefunden habe? Brief von Myron an Vulkan. Liebe Vulkan, meine liebste, Stift und Papier reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie sehr ich dich vermisse. Seit Lord Mabel mich für die Phalan-Akademie rekrutiert hat, arbeite ich Tag und Nacht. Es ist ermüdend, doch die Verantwortung eines Sternitschmieds ist wichtig und unabdingbar. Für das Überleben der Aristoi und Bürgerviertel, ich wage es nicht, meinen Wunsch auszusprechen, heimzukehren und dich zu sehen. Also bat ich einen Soldaten, diesen Brief für mich zu überbringen. Ich habe gehört, dass du noch immer die Schmiede betreibst und ich halte das für keine gute Idee. Vor kurzem wurde die Akademie angegriffen und die Soldaten sind in Alarmbereitschaft. Schließlich könnte jeder unser Feind sein. Doch meine Sicherheit ist unwichtig. Ich mache mir nur Sorgen um dich, dass du dich von diesen bösen Leuten verleiten lässt. Es fällt mir schwer, mich nicht zu sorgen. Mittlerweile patrouillieren Tag und Nacht Soldaten in der Stadt und sie bringen häufig verstörende Neuigkeiten mit. Ich hoffe, ich kann mich auf dich verlassen. Bitte bleib einfach zu Hause und geh nirgendwo hin. Und egal, was die Soldaten fragen, sag nichts. In Ordnung? Für immer dein Myron. Das könnte die Vulkan ja auch eigentlich interessieren. Oder sie kannte das hier schon. Da kommen wir nicht durch. Wow, I've never seen so many fine tools before. And these blueprints, a starite heater, a magical spinning wheel, an arcane lock. They use starite in every facet of their lives. The only powerful things we make in our city are weapons. Even when Ambari's situation stabilizes in a few years, we'll still have a long way to go before we can catch up with Aphis. Gut, dann müssen wir die... Also jetzt müssen wir wirklich mal einen Break machen. Wir müssen die Erkundungstour beim nächsten Mal fortsetzen. Ich glaube, ich bin hier doch noch nicht so überall komplett durch gewesen. Also, dann machen wir hier mal einen Break. Haben ja wieder ein bisschen was erkundet. Aphis hat noch ein paar Geheimnisse für uns parat. Die werden wir uns beim nächsten Mal vielleicht noch anschauen. Und dann könnt ihr wieder mit reinschauen. Würde mich freuen. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.